Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Yassas und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Saga Troy. Mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit dem mächtigen Achilles. Und der Achilles hat im letzten Teil nicht nur sein erstes Duell der lebenden Legende abgeschlossen, sondern wir haben auch unsere erste Provinz erobert und werden jetzt gleich weitermachen. Ich bin gespannt, wie wir hier weiter vorgehen können. Vielen Dank übrigens, Fratzebummel, für den Follow. Und wir gucken mal in die nächste Runde rein. Noch ist ja recht früh, Runde 10, ist noch nicht so weit, ne? Müssen wir mal gucken. Die Magneten, das werden unsere nächsten Opfer sein. Das gucken wir uns gleich mal an. Du willst 2000 Holz von mir, auf keinen Fall. Du willst nicht Angriffspakt, auf keinen Fall. Gibt's Sparta als Stadt? Jawohl, Conan. Warte, Moment. Moment. Da. Hier. Da. Falls dich das interessiert, ich habe übrigens auch eine Menelaos-Kampagne gespielt. Die ersten 40 Runden kannst du mal reingucken. Playlist dazu habe ich auf YouTube. Also, falls dich das interessiert. So, nächste Mission haben wir abgeschlossen. Provinzieller Erlass, wachsender Einfluss. Jetzt brauchen wir die zweite Provinz. Nahrung 700. Okay, lebende Legende. Ziele. Besiegt mit Achilles alle Herausforderer. In der Spielmechanik lebende Legende. Klickt hier, um mehr zu erfahren. Beschreibung ist... Mission erteilt. Okay, dann haben wir die hoffentlich erfolgreich abgeschlossen, weil wir haben die alle besiegt, ne? Jo, dann, minus 5 plus 5. Lauf erstmal hier hin nach Istier. Finde das übrigens so geil, ne? Die Myrmidonen, die ja angeblich aus einer Ameisenkolonie erschaffen worden sind, ne? So als berühmte Krieger, die den Achilles hier unterstützen, ne? Und dann natürlich noch dieses Ameisensymbol als Wappen. Also das finde ich echt, das finde ich schon echt mega witzig, ne? Wenn der Achilles jetzt hier rauslaufen würde, dann bekämen wir hier minus 5 auf die öffentliche Ordnung. Das ist schon ein bisschen aggro, ne? Wir bleiben noch eine Runde drin. Eine Runde drin zum Garnisonieren, dann verabschieden wir uns hier auch wieder. Gucken wir gerade rein. Da bauen wir momentan noch alles aus. Und hier müssen wir auf die Wachstumsstufe warten. Wir brauchen auch mehr archäischen Einfluss auf jeden Fall. Wir brauchen noch mal einen Tempel. Neymar, vielen Dank übrigens für den Follow. Auf der anderen Seite, wir bekommen ja wieder diese komischen, wir bekommen ja diesen Empört-Trade, wenn wir garnisonieren, ne? Zeit in Lagerstellung oder Garnison verbracht. Ich will es nicht übertreiben, ne? Okay, pass auf. Gewaltmarsch, wir laufen einfach nach Teleon. Kriegen wir jetzt zwar den Malus, aber wir provozieren diese Spielmechanik auch nicht über Gebühr. Und die Frage ist, wo greifen wir gleich an? Der Polythes ist übrigens wieder zurück. Dann lauf mal. Aber nicht im Gewaltmarsch dahin, oder? Pound the dirt. Of course. Let's get going. Lauf mal da hoch. Ja, also angeblich können wir das nächste Runde attackieren, ne? Müssen wir mal gucken. Was die KI tatsächlich auch dann ganz gerne macht, ist, wenn man die dann angreift, dass die halt alle Armeen, die sie hat, irgendwie so hinter, so hier über den Nebel des Krieges dann so hier übers Wasser schleust und auf einmal landet die dann hier und erobert dann so eine Siedlung da hinten. Das ist wieder so ein bisschen, fühlt man sich an Attila erinnert, ne? Okay, geben wir Ressourcen aus? Ein paar auf jeden Fall, ne? Das Ding müssten wir eigentlich ausbauen. Das kostet auch nur Holz. Das ist insofern erstmal ganz gut. Weil, wie gesagt, also Holz ist, ne? Also, ja. Haben wir genug. Okay. Wie kann ich denn mit Geschenken den Achilles eigentlich besänftigen? Achilles denkt dazu.
Schade. Steht jetzt nicht da, was das mit den Geschenken da auf sich hat. Sehe ich das irgendwo hier? Nee, nicht wirklich. Naja, okay, gut. Werden wir noch sehen. Testival. Schreibt, schön, dass du da bist. Wie gefällt dir Troy bisher? Lohnt es sich für die angekündigten 0 Euro, ne? Ja, also, ne, du sagst ja schon, das gibt es erstmal kostenlos. Jeder kann das kostenlos claimen. Am 13. kommt es raus bei Epic, ne? Also, ist eine Überlegung wert, ob du es dir holen willst. Würde dich erstmal nichts kosten, muss halt dann auf Epic, ne? Muss auf Epic spielen. Und das, ja, stößt ja vielen Leuten sauer auf, ne? Ich denke auch, was sich erstmal... Warte mal, wir bauen jetzt auf jeden Fall gleich mal einen Tempel, schlage ich vor. Ah, und dafür brauche ich Gold, okay. Dafür brauchen wir Gold. Aha, aha, aha. Was haben wir hier noch? Streitwagen. Was haben wir hier? Burgenträger. Mhm. Ein Wachturm machen wir nicht. Einheitengarnisonierung. Günstigere Rekrutierungskosten ist auch ganz cool. Auf jeden Fall die Lehmziegelhäuser. Das zusätzliche Wachstum brauchen wir hier. Safe. Wie viel Stein? 160, gar nicht mal so billig. Welchen Gott müssten wir denn mal so Nahkampfangriff von Keulen anhalten? Mhm. Hm. Moral von Schwert- und Axteinheiten ist sicherlich ganz gut. Baukosten für Tempelgebäude, Rang, Rekrutierung von Priesterinnen, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Moral von Speereinheiten, weniger Erschöpfung beim Verteidigen. Minus 2 Durchhaltedauer bei Belagerung für feindliche Armeen. Das ist genau mein Ding. Also wir nehmen, glaube ich, den Poseidon-Tempel zuerst mal. Oder? Wobei wir das ja auch mit einer Hekatombe machen können. Dann nehmen wir den... Dann nehmen wir den Apollon-Tempel. Damit wir eine höherstufige Priesterin bekommen. Und dann machen wir gleich die Hekatombe auf jeden Fall. Medic, vielen Dank übrigens für den Sub auf Twitch Prime. Freut mich. Danke, dass du mich unterstützt. So, wo sind die Magneten? Da sind sie. Sind sie mit jemandem im Krieg? Ja. Aber ich kenne sie nicht. Sie haben keine Bündnisse, dann ist es nicht so wild. Dann kann ich sie ja angreifen. Krieg erklären, ja bitte. Okay, ja, 15 Regimenter hat er da drin stehen. Natürlich tatsächlich sein, dass er gleich meine Hafensiedlung hier angreifen will. Also jetzt müssen wir jetzt erstmal sagen, wie viel Bewegungsreichweite hast du? Hast noch ordentlich was. Kann der nach Alos laufen? Wenn er nach Alos laufen würde, dann würde er da ja festsitzen, mehr oder weniger, ne? Weil die Überlegung ist, wir könnten... Mit den 50%, die wir haben, könnten wir ja noch mal ein Stückchen zurücklaufen und versuchen, einen Hinterhalt zu legen, ne? Ach, gut, ja. Die haben alle so viele Bogenschützen immer hier, ne? Ich weiß nicht. Führen wir mal ein Gefecht. Guten Abend, Miami. Schön, dass du da bist. Freut mich, dich zu sehen. Okay, starten wir die Aufstellung. Ich
finde das irgendwie alles komisch. Wir starten einfach mal das Gefecht. Ich mache mir jetzt hier mal keinen Kopf um die Aufstellung. Okidoki. Dann machen wir bitte Folgendes. Du nimmst mal hier. Ja, nimmst mal die Einheiten hier rüber. Du nimmst mal hier die Einheiten hier rüber. Dann nimmst du mir noch so ein paar Plänkler mit hier hin. Und dann nimmst du mir die Wurfspeereinheit mal gerade alle hier hin. Die Speerkämpfer hier. Die pflanzen wir mal gerade hier drüben auf. Nimm die leichten Speerkämpfer noch mit auf die Flanke. So, und dann haben wir natürlich noch so ein paar Einheiten, die wir hier aufstellen können mit so einer Einheit Schleuderer, ne? Die ägäischen Läufer, die sind echt flott. 55 Geschwindigkeit, ey, das ist nicht schlecht. Na, weil ich denke, wir greifen hier von mehreren Fronten an. Was will der denn hier gegen uns machen? Der kann nicht viel machen. Ja, renn mit den Jungs mal hier in den Wald. Okay. Lauf mit denen hier hin. Hat er, ich wollte schon sagen, der hat zwei Siegpunkte da hinten, aber das ist ja nur mein Icon. Ja, da will er jetzt irgendwie die Schleuderer noch mit dazu holen. Das soll mir aber recht sein, weil wir werden hier dann durchs Zentrum durchstoßen können. Dann kann er zwar so ein bisschen hin und her ballern mit denen, aber das macht nicht so viel aus, glaube ich. Sperren wir mal die Gruppierung bitte. Ich stimme diese Einheit erstmal hier hinten auf und dann läufst du mit denen darüber. Ich stelle sie erstmal hier hin. Wir belauern ihn erstmal noch ein bisschen. Müssen wir jetzt auch nicht übertreiben hier, ne? Conan, grüß dich. Was wundert mich? Conan wünscht sich 100 Token für meine Abos. Wie meinst du das? Bin gerade überfragt. Was sind 100 Token? Was meinst du damit?
Das ist eine sehr interessante Einheitenformation. Das ist leider, das ist zum Beispiel sehr fatal bei Stadtbelagerungen, wenn die Einheiten dann so stehen, dann kämpfen die nicht mehr ordentlich. Das passiert bei Stadtbelagerungen leider häufiger. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Okay, gut, also das mit der Einheitengruppierung funktioniert leider auch nicht. Dann stellen wir die hier hoch. Achso, bitte das. Und du läufst jetzt mal hier vor. Und du läufst hier hin. Und du schiebst die noch ein Stückchen vor. Und wir laufen jetzt hier rüber. Ich schieße jetzt mal hier auf die Einheiten da oben. Ah, er wollte natürlich auch noch ein bisschen Gemetzel sehen, ne? Das macht mir nix. Du läufst bitte hier durch. So, wie sieht's hier aus? Da, ne? Lauf hier vorbei. Der Sieg! Ist zum Greifen nach. Läufst da hinten hin, damit er zumindest die Vermutung hat, er könne hier irgendwie noch seine Siedlung retten. Oder warte mal, mach einfach nur das Autofeuer aus. Genau, bleib hier. Du attackierst hier und du fällst ihm hier direkt in die Flanke. Angriff. Komm, schieß da nochmal rein. Oder nee, warte, lauf du hier hin. Nee, du attackierst bitte ihn hier. Pass auf. Lauf du bitte hier hin. Verfolg du auch ihn. Den kannst du echt mit der Miliz da verfolgen. Da ist eine wertlose Einheit, die kann das machen. Aber lass ihn das nicht hören. Lass ihn nicht hören, dass ich ihn für wertlos halte. Der andere ist weg. Den kannst du in die Mangel nehmen. Den kannst du auch hier in die Mangel nehmen. Den kannst du hier attackieren. Das war's doch, oder? Der da oben flüchtet jetzt auch, ne? Ja, jetzt sind sie auch weg. Und dann haben wir es geschafft. Das müssen wir auch nicht nochmal spielen. Und Olimus hat 5 Euro donated. Vielen Dank für die Donation zur Unterstützung meines Livestreams mit Facecam und Greenscreen und so weiter und so fort. Also das Geld wird dafür verwendet. Momentan bei der Hitze allerdings natürlich nicht, weil ihr mir, also ich meine, wir können natürlich auch so einen Stream machen, wo ihr mir hier beim Schmelzen zuguckt. Das ist sicherlich auch noch eine Option. Momentan will ich mich bei der ganzen Sache aber nicht wohlfühlen, vor allen Dingen, weil die Beleuchtung, die ich dann dazu bräuchte, den Raum noch weiter aufheizen. Dann wird das irgendwann nicht mehr angenehm hier zu zocken. Deswegen. Aber das ist auf jeden Fall meine Überlegung, die ich dabei habe. Ne? Also da freue ich mich auf jeden Fall und sage vielen Dank nochmal an dich. So, wir haben die nächste Provinz gesichert. Da können wir auch einen Erlass reinmachen. Und wir machen nicht den, sondern wir machen hier Zufriedenheit und Wachstum. In Ferre haben wir momentan ein Gebäude zu viel. Hier haben wir dieses Nahrungsgebäude, was unseren Einfluss reduziert. Das ist eigentlich witzig, ne? Achtung, passt mal auf. Wir haben hier echt einen krassen Rückgang beim Einfluss gehabt. Und ich glaube, das liegt natürlich daran, dass hier unser
Feind hier auch halt eben eine Siedlung kontrolliert, aber der hat das Ding, was den Einfluss reduziert. Also könnte das sein, dass das auf uns gewirkt hat? Also dass wir aufgrund seines Gebäudes den Einfluss verloren haben? Oder dass das irgendwie so ein bisschen random ist und wir haben trotzdem verloren? Ich weiß es nicht. Ich finde es gerade ein bisschen merkwürdig. Komische Sache auf jeden Fall. Naja, egal. Wir bauen den Hafen aus auf jeden Fall hier unten. Alles andere bauen wir noch nicht aus. Achilles, the champion. Wir könnten ja auch dann hier wieder sagen, wir gehen hier mal raus. Wir kriegen da nicht ganz so viel Verstärkung. Da könnte ich aber sogar mit leben. Da könnte ich sogar ziemlich gut mit leben. Frage ist, welche Einheit nehmen wir? Rekrutieren wir irgendeine neue Einheit oder sowas? Ich meine, wir sehen ja, wo wir Einheiten verloren haben, ne? Brauchen bessere Infanterie auf jeden Fall. Und die andere Infanterie, die wir haben, die kostet mir ein bisschen zu viel Bronze. Also das ist mir noch ein bisschen zu teuer. Weiß ich noch nicht genau. Die Abanten. Ionia. Müssen wir mal gucken, dass wir die auch noch platt machen. Bei 1500. Also bei 2000 können wir anfangen, eine weitere Armee aufzustellen, auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, das war es jetzt soweit erstmal. Ja, auf jeden Fall. Conan fragt, ob ich auf der nächsten Gamescom bin. Ich hab's auf jeden Fall feste vor. Aha, jetzt erklären sie mir den Krieg, okay. Da brauchen wir vielleicht sogar eine Garnisonsarmee, noch eine Verteidigungsarmee. Sonst ist Alos zu offen. Wir müssen ein Tauschabkommen schließen. So, und Conan schreibt, zum Abonnieren deines Twitch-Accounts. Und mit Tokens kann man einen abonnieren. Ich bin gerade ein bisschen, ich kenne nur diese klassischen Subs eigentlich. Also, aber gut, ich werde mich da mal schlau machen. Ich fasse das auf jeden Fall mal als Kompliment auf. Saftladen übrigens, hallo, schön, dass du dabei bist. Wir holen uns jetzt die Gunst des Poseidon mittels einer Hekatombe. Was haben wir hier? Sturmangriff von allen Einheiten. Rang für Rekrutierung. Rang für Rekrutierung. Rang für Rekrutierung. Sturmangriff von allen Schockeinheiten in der Armee des Helden. Sturmangriff von Infanterie mit Schild in der Armee des Helden. Also es ist sicherlich gar nicht so verkehrt, da einen schönen Sturmangriffsbonus zu haben, aber bei Infanterie, also hier steht im Moment für alle Einheiten, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir da Einheiten haben, die das auch entsprechen können. Wir laufen erstmal nach Iolkos. Kill them all. Hit hard and fast. Träume von finsterer Kunde. Bonuserfahrung. 1000 Punkte für Achilles. Halleluja. Nahkampfangriff des Helden. Ja, aber von 65 auf 70 jetzt mal ernsthaft. 100 Nahkampfschaden. Also ich meine die 1000, da machen wir 1400. Das ist doch immer noch brutal. Das ist ohnehin schon brutal. Hier machen wir dann 1500. Nahkampfschaden des Helden bei Land- und Hinterhaltgefechten. Ja, ganz schön. Ich brauche eher was, das mal besser trifft eigentlich, ne? Ohne Nahkampfschaden, das hält es gegen Schwerteinheiten, gegen Speereinheiten. Also man macht das eigentlich halt, wir machen das halt wohl für die zusätzlichen Trefferpunkte. Der Sturmangriff. Für die Einheiten, was haben die denn hier für einen Sturmangriffsbonus? 15, 8, 12, 24, 29. Aber haben die eigentlich 24? Achso, warte mal, das ist ja durch unser besonderes Gebäude, ne? Ja.
Also es ist, glaube ich, ganz cool, aber ja, ich weiß nicht. Zwei Runden dauern diese Defensivgebäude hier. Mehr Sichtweite innerhalb von einer Runde finde ich auf jeden Fall schon mal brauchbar. Ich denke, wir könnten versuchen, eine Defensivarmee in Alos aufzustellen. Das ist dieser Typ, der Motivation in der Garnison bekommt, ne? Wir geben dem drei Plänkler erstmal mit. Zeig mir nochmal gerade, was hast du hier für eine Garnison drin in Alos? Ein Plänkler und zwei Schleuderer. Also die Plänkler machen halt echt viel Damage, ne? Mit denen kann man viel Schabernack betreiben. Also vielleicht versuchen wir es wirklich. Und das Ding ist nächste Runde, glaube ich, noch nicht weg. Ich riskiere hier mal den Bau von so einem Wachhaus. Not a chance. Er hat nur guck mal, der hat fast nur Defensiveinheiten hier drin. Und er kriegt schon in zwei Runden Verschleiß. Das ist eigentlich echt mega cool. Tja. Also 15% Sturmangriff. Ich meine, bei 30 Punkten, das ist halt fast nix, ne? Ob du jetzt 33 oder 35 Sturmangriff hast oder ob du 30 oder 35 hast, das macht ein bisschen was aus. Da finde ich diese Rangerhöhung fast besser. Aber das ist auch eher ein schwacher Trade. Hier, so Dinger, die finde ich besser, ne? So Kampagneneffekte. Okay, Rekrutierungskosten auf jeden Fall safe, finde ich uninteressant, aber eher so was hier. Einkommen, weniger Verschleiß, Nachschub bei Raubzügen und sowas, das ist ganz cool. Ja. Ja, müssen wir mal abwarten. Canis Lupus, bist du weg? Dann ansonsten auch gute Nacht an dich. Ah ja, okay, Conan. Dann danke erstmal für die Erklärung nochmal mit diesen, mit den Subs und so weiter. Zwei Punkte nur, das können wir machen, ne? Bauen wir hier diese kleinen Städte noch aus. Und dann gucken wir mal gerade in die nächste Runde. Macht er einen Ausfall? Er macht einen Ausfall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sehen wir dann im nächsten Teil auf YouTube. Keine Sorge, der Twitch-Stream geht noch ein bisschen und ich freue mich natürlich, dass ihr heute dabei seid. Donnerstags und freitags nicht donnerstags und freitags. Dienstags und freitags um 21 Uhr bin ich auf twitch.tv/GünterShadow zu sehen. Da könnt ihr mir zugucken, wie ich diverse Spiele, unter anderem eben auch diese Total War Saga zocke. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da mal vorbeischaut. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Diese Videos kommen natürlich immer auch auf YouTube, klar. Aber ich freue mich natürlich über einen Livestream, da können wir uns auch gediegen unterhalten. Und wie gesagt, der Stream geht weiter. Das Video auf YouTube endet jetzt hier an dieser Stelle. Bis dann, sehr ich. Macht's gut und Pax, wo bis kommen. Valete und auch Charete.